Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Retro Fahrenheit Folge 9. Heute am Montag, dem 30. März, meinem Geburtstag. Und machen dann mal gleich hier weiter, indem wir. Verdammt, ohne Brieftasche kann ich nicht weg. Hat Blob die wieder unter. Unter die ist. Nein, da ist er nicht. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Haben wir die in die Schublade gemacht? Ja, wir haben sie in die Schublade gemacht. Okay, was bringt mir das jetzt? Weil es, wenn jetzt hier noch, was weiß ich, Neues, irgendwas, was auf die Tat hingedeutet hätte, gelegen hätte, was weiß ich. Neben der Maske, die wir im Bett gefunden haben, der Ballknebel, der ins mit Blut, mit der Blut verschmierte, keine Ahnung. Weil das da war jetzt eigentlich nur, ja, durchsuch noch einmal schnell die Wohnung, wir brauchen Spielzeit. Und außerdem haben wir da noch ein bisschen Geld übrig für Animationen. Wir können immer nicht auf die Tür klicken. Okay. Rufen wir doch einfach mal nochmal Dr. Harburg an. Jetzt haben wir ja die Karte. Und ich hoffe, dann können wir endlich aus dem Haus. Praxis Dr. Harburg, was kann ich für Sie tun? Ich muss sofort mit Dr. Harburg sprechen. Ich habe große Probleme und ich. Ich verstehe. Einen Augenblick bitte. Hier, Dr. Harburg? Doktor, hier ist Curtis. Ich hab Probleme und muss sie sehen. Es geht um Therese. Sie ist ermordet worden und ich. Aber um Gottes Willen, rufen Sie nicht Dr. Merrick an. Der steckt auch dahinter. Die stecken alle dahinter. Und ich. Oh Gott, Doktor, ich muss sie sehen. Ich muss sie. Ist ja in Ordnung, Curtis. Kommen Sie gleich rüber. Ja, gut. Okay. Ja. Okay. Also ich schätze jetzt wirklich, dass wir hier die Folge langsam, aber sicher zu Ende kriegen. Ja, Dr. Harburg, was ist? Trisha, können Sie den Sicherheitsdienst verständigen? Ein Patient ist auf dem Weg hierher. Er hat eine schwere psychotische Krise. Aber bitte, hindern Sie ihn nicht daran, reinzukommen. Sagen Sie dem Sicherheitsdienst nur, er soll sich bereithalten. Mache ich, Doktor. Sie wurde abgehört von Merrick. Oh Scheiße. Merrick. Du verfluchter Spion. Verdammter Schweinehund. Sie wurde also auch. Curtis. Er hatte recht. Er gehört mir. Okay. Dr. Ah, wir sind automatisch hingegangen. Also, okay. Das Telefon, das Telefon, das Telefon. Okay. Noch so ein Schwein, da wird man schon von einem bösen, horrorhaften Alien, Alien-Zwilling umgebracht. Und dann bekommt man noch so schweinische Anrufe.
Ist die eingeschmolzen? Wunderschöne Arbeit, Curtis. Einfach spektakulär. Der gute Doktor ist wirklich dein Meisterstück. Ich war das nicht. Es wäre nicht möglich, ich war gar nicht hier. Du hast nicht deine Hände benutzt, Curtis. Das war nicht nötig. Du benutzt deinen Verstand. Deinen kranken, verdrehten, mörderischen Verstand. Fang es! Fang das Ding! Oh, Mann. Dann schnappen wir uns ihn doch einfach. Okay. Nee, das war dann doch die falsche Entscheidung. Zweite Stelle, wo man sterben kann. Wir laufen genau nochmal rein. Okay, also diesmal können wir da die Videos überklicken. Das kennen wir schon. Auch die Sache mit dem Fanges. Sondern stimmen wir einfach raus, würde ich sagen. Hey! Hey! Guter Gott, Doktor. So. Und heim können wir eigentlich nicht. Das ist jetzt klar. Wir können aber auch nicht einfach so in den Traumbaum gehen. Dahin kommen wir auch nicht mehr zurück. Borderline hat noch zu. Aber wir gehen einfach heim. Sonst wird ja ganz sicherlich keine Polizei auf uns warten. Wobei wir hier eigentlich nichts Neues machen können. Wir können neue Bücher. Kein Spiegel-TV. Dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir nochmal raus und dann gehen wir mal in die Traumbomben. Wir haben geschlossen. Also auf zu Wintec. Diesmal gleich nochmal durchgehen bis unten hin. Nochmal benutzen am Aufzug. Ja, ich überspringe jetzt mal so ein bisschen die Videos. Das ist jetzt ein bisschen. Die kennen wir ja schon. Das ist ja nochmal Curtis' Vater. Hier natürlich ein. Ah nein, wir brauchen das Passwort nicht nochmal einzugeben. Die Schaltfläche können wir nicht drücken. So. Also unterhalten wir uns doch einfach nochmal ganz lieb mit dem Computer. Wir haben jetzt auch nochmal dasselbe Video. Rosette. Grüße, PA Warner. Wann erhalten wir das lebende Pro-Material? Unsere Künstler, unsere Heiligen, unsere Wissenschaftler warten. Ja, wir freuen uns, dass wir mehr Material erhalten werden. Lebensmaterial hält nicht lange vor. Menschen können der Rekombination und Absorption nicht widerstehen. Warum? Zusammenhängende Organismen, wie es Menschen sind, sind nicht für Rekombination und Absorption gemacht. Das solltest du mittlerweile wissen, Paul Allen Warner. Ja, wir verstehen nicht. Können Menschen rekombiniert werden, ohne dass sie sterben? Tritt ein und sprich.
Nein. Verlassen. Bevor wir das jetzt machen, speichere ich mal nochmal ab. Oder werfe mal noch einmal einen Kontrollblick auf. Ja, das scheint alles diesmal gut zu funktionieren. Und dann speichern wir einfach nochmal ab. Und, gehen jetzt einfach zu der Tür, gehen jetzt einfach da durch. Das funktioniert also nicht. Okay. Das funktioniert aber auch nicht. Wir haben nicht die Freigabe. Ja, das war klar. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Hier unten. Dann schauen wir doch mal ganz kurz. Ich weiß, es ist nicht gerade die feine englische Art, aber wir schauen einfach nochmal in die Lösung. Kapitel 5, Curtis Apartment, Garbex Büro, Wintec. Okay, also wir sind zu schnell hier unten reingegangen. Das heißt, wir müssen hier nochmal raus. Ich kürze das Ganze jetzt hier schnell ab. Und gehen jetzt einfach auf einmal glückliche Bürorunde. Und beginnen mal in unserer Bürozelle. Wir setzen uns hin und oh ja, wir telefonieren mal einmal rund. Weißt du nicht, ob man das braucht? Rufen wir mal Trevor an. Sechs, eins, zwei, fünf, die stimmte. Sechs, 100. Sechs, neun, neun, zwei. Geht überhaupt ein? 696. Falsch. 30. 38. Nö. 6114. Okay. Nö. Dann gehen wir an unseren Computer und dies müssen wir uns irgendwo auch noch die Freigabe erhacken. Was willst du von mir? Ich will nur, dass du glücklich wirst, Curtis. Du bist doch schon fast wahnsinnig, nicht wahr? Wäre es nicht viel angenehmer, einfach aufzugeben? In der Anstalt wird man sich gut um dich kümmern. Lass mich endlich in Frieden! Okay, und es schaut uns immer noch durch den Computer an, als unterhalten wir uns doch einfach ein bisschen weiter mit ihm. Wer bist du? Erinnerst du dich nicht an mich, Curtis? Ich bin ein Teil deines eigenen verdrehten Verstandes. Gib doch einfach auf. Lass mich nur machen. Du wirst sehen. Dann geht es dir viel besser. Es tut mich weh. Nur ein wenig. Nein! Ja klar, mach den Bildschirm kaputt. Okay. Schauen wir uns trotzdem mal noch hier um. Okay, Driver ist nix. Therese ist nichts. Ah, aber doch hier. Einen Moment, sonst nix. Nur hier. Hm.
unser erstes Opfer, Bob. Oder das erste Opfer unseres Zwillings. Jocelyn ist nix. Ja. Aber hier bei Tom, dem zweiten Opfer. Input. Curtis, es war nur eine Halluzination. Atme tief ein und aus. Und geh in Paul Allen Warners Büro. So. Klicken wir mal auf den Schreibtisch. Machen die Schublade mal nochmal auf. Ob wir da jetzt nichts Interessantes mehr finden dürften. Nee, da finden wir nichts Interessantes mehr. Dann geht nur der Computer. Und dort loggen wir uns als Paul Allen Warner ein unter dem Passwort Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Black Lotus. Was muss ich mich denn da einloggen? Ich bin jetzt nicht gewillt, viel zu viel zu suchen. Okay, ich muss mich zuerst als Curtis anmelden. Das war Blob. So, und da die E-Mails lesen. Okay. Unbedingt lesen. Ist aber das schon älter. Curtis, ich habe es sicher nicht geschafft, deinen Zugang so zu... Ah doch, das war das Set, das kennen wir schon. Warum? An Curtis Craig von Therese Benning betreff... Warum? Warum hast du mich umgebracht, du Hurensohn? Trevor, vergiss Wintech und hau sofort ab. Okay. An Curtis Craig von Marion Craig. Familientreffen. Bald sind wir wieder vereint. Mein Liebling. Mein Monster. Mein Kind. Bald werden wir auf ewig zusammen sein. Und dann kann ich dich umbringen, du mordende Mistgeburt. Euch reißt dir dein schwarzes Herz aus dem Leib. Bald, bald, bald. Voran Curtis Craig von Curtis Craig. Gesundheitliche Bedenken. Lieber Curtis, ich glaube, wir sollten uns lieber jetzt sofort ins Krankenhaus befördern. Der nette Dr. Merrick kümmert sich um alles. Dann müssen wir nicht mehr denken. Wir müssen nichts mehr fühlen. Wir müssen nur noch entspannen. Und Thorazine nehmen. Wenn wir genug davon nehmen, fühlen wir nicht mal die Skalpelle und die Elektroschocks. Er hat versprochen, dass es nicht so schrecklich wehtun würde. Ich vertraue ihm.
Du nicht? Beeil dich, Curtis, bevor wir noch jemanden umbringen. Dein Freund Curtis. So, und jetzt müssten wir uns aber als Paul Allen Warner einloggen können. Okay, so geht's. Black Lotus. Nein. Ah, ich habe nur. Sind nicht also auf was schießt. Ich wollte hier. Das Fintech ist ein Unternehmen, das ist hier jetzt. Er hat und. Projekt-Threshold auf der Klasse ist ja zu langsam, aber sicher wieder an. Ich habe festgestellt, dass die Ausrüstung und Threshold immer noch funktionsfähig ist, obwohl eine Verbesserung der Flugzeugsentschuldigung erforderlich war. Wir haben das hier keine Synthese. Okay. Ah, meine Herren. Herren V.M. Kemmler, Herren G.G. Hai oder Hey. Meine Herren, ich wende mich an Sie mit der drängenden Bitte um weitere Finanzierung des Projekts Threshold. Wir stehen an der Schwelle zu einem äußerst wichtigen Durchbruch. Wenn wir es schaffen, den als Threshold bekannten Riss zwischen den Emissionen zu verwenden, um die Chemikalie Lotus B gemäß der Vorgabe mittels Synthese herzustellen, wird WinTech über Nacht zu milliardenschweren Unternehmen werden. Wenn diese Chemikalie die erwartete Wirkung auf den menschlichen Körper hat, ich kann verstehen, dass einige unter ihnen Vorbehalte haben. Die Tatsache, dass Threshold für militärische Anwendungen ungeeignet ist und das Debakel mit Jonas Craig waren enorme Rückschläge für das Projekt. Nachdem wir jedoch feststellten, welche Fähigkeiten die Bewohner von Threshold in der Chemikaliensynthese besitzen, wurden diese Rückschläge unbedeutend. Die Goldmine, die vor uns liegt, ist nahezu endlos. Eine Partnerschaft mit der amerikanischen Regierung wäre nicht annähernd so lukrativ gewesen. Stellen Sie sich nur einmal ein Antidepressivum vor, das so unauffällig und so stark abhängig macht wie Nikotin. Die einzige Nebenwirkung ist der allmähliche Verlust von überschüssigem Fett. Jeder Mensch in diesem Land, in der Welt, wird dieses Produkt wollen. Und bald wird es auch jeder brauchen. Meine Herren, all dies ist Ihnen zugänglich. Sie müssen nur die Gelder bewilligen, die wir benötigen, um unsere Forschungen abzuschließen. Mit freundlichem Gruß, Paul Allen Warner. Das ist dann die Grafik. Drücken wir doch einfach auf Drucken. Okay. Was sind noch mehr Blätter? So, noch irgendwas hier? Craig Curtis, technischer Redakteur, Durchfall 6100. Okay, Curtis. Therese hat nur in der Tinktur gearbeitet. Bob. Archiv. Nee. Höchstens noch auf E-Mails. Da ist aktuell kein E-Mail-Verkehr. So, Curtis hat die höchste Sicherheitsstufe. Black Lotus. Ja, höher geht nicht. Okay. Verlassen wir das System. Verlassen das Büro. Und, dann würde ich sagen,
Gehen wir doch einmal mal hier ran. Weißt du jetzt nicht, was mir hier erwartet, aber es stand, wir sollten auch mal noch einmal hier reingucken in der Lösung. Und danach beenden wir Folge 9 und ich denke, mit Folge 10 werden wir dann demnächst auch schon zum Ende kommen von Phantasmagoria 2. Schweif, du hast mich höllisch erschreckt. Hör zu. Ich habe das Netzwerk der Firma geknackt. Lass die Finger davon. Es ist übel. Das kann ich nicht. Ich kann nicht aufgeben. Du verstehst nicht, Curtis. Ich habe Zugang zu sämtlichen Dateien. Ich weiß alles. Die stellen illegale synthetische Drogen her. Curtis, die haben schon früher Morde begangen. Oh mein Gott. Ich verständige die Polizei. Das ist der Job nicht wert. Aber Curtis, ich möchte, dass du dich da raushältst. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Ach. Nachdem wir zwei Frauen verkrault haben, also eine verkrault, eine ermordet, oder eine durch wegen uns ermordet wurde. Curtis, du weißt, ich liebe dich. So, damit ist auch unsere letzte, dem netten Craig mit wie neugierig ist jetzt auch noch der letzte wichtige Mensch genommen worden. Jetzt haben wir ja nichts mehr zu verlieren, jetzt geht's also aufs Ende zu. Nein! Nicht Trevor! Doch, wer sonst? Ihr verdammten Schweine! Genau. So, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als Trevor zu durchsuchen. Und dem Ganzen hier ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Nicht rein im Krampus. Du siehst ihn wieder. Mit gestärktem Kran. Wachsende Nase und mit Rahmen gewickelter Schnauze. So, und wir durchsuchen ihn nochmal. Okay. Und an dieser Stelle beenden wir dann Folge 9. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ihr auf YouTube. Also auf YouTube seht ihr das am nächsten Mittwoch, dem 1. April. Das ist kein April-Scherz. Um 20 Uhr. Und auf Twitch in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Let's Play Retro Nacht dürften wir dann die letzte Folge hiervon spielen und sehen. Oder beenden wir es morgen? Ne, morgen haben wir schon zu viel auf dem Streamingplan, weil sich das alles verschoben hat. Okay, also entweder Nacht von Montag auf
auf Dienstag in der Let's Play Retro-Nacht. Da beginnen wir dann auch gleich mit Phantasmagoria. Da ziehen wir es dann nämlich noch einmal durch und die Folgen wie immer dann auf YouTube. Mittwoch, Montag und so weiter und so fort, bis wir halt am Ende sind. Also macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.